Willkommen zurück zu Final Fantasy 4. Wir müssen jetzt wahrscheinlich gegen Barbarizia, der Kaiserin des Windes, kämpfen. Kane, du hast uns also auch verraten. Wie bedauerlich, deine Kraft war uns wirklich hilfreich. Ich habe niemanden verraten, ich bin nur endlich wieder zu Sinn gekommen, Barbarizia. Für dich, Kaiserin des Windes. Ich hätte dich und Rosa beseitigen sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Doch euer alter Zauberer ist nicht mehr, ebenso wenig wie Meteo. Ich erlaube mir also, meinen Fehler zu korrigieren. Versuch es doch, du bist nicht die Einzige, die auf dem Wind reitet, Barbarizia. Oh oh. Mit was greift man denn so am besten Wind an? Ich würde ja fast sagen Feuer und physisch, aber physisch könnte sie gut immer ausweichen. Wir springen mal. Und ich mach mal direkt einen Schutz. Weißmagie. Rotes. Kraftschub. Zielen. Und Angriff. Das war klar. Keine Chance. Die Windböe schützt sie von allen Seiten. Nur ein Sprungangriff kann ihr etwas anhaben. Das haben wir ja schon. Erledigt quasi. Daneben. Das bringt also nichts. Keine Chance. Wir warten auf den Sprung von Kane. Ich glaube, dann ist sie angreifbar, weil er von oben kommt. Das ist cool. Ja, sehr cool gemacht. Ja. Was soll ich tun? Wie wäre es mit Zauber? Ach, da ist... Da hat er... Da ist er gesprungen. So. Jetzt wollen wir mal gucken, was du so drauf hast. Ohne das alles. Greifen wir mal schön an, auch mit Gift. Sehr schön. Achso, das Zielen ist einfach nur mit ihrem Stock angreifen. Das wusste ich jetzt nicht mehr, was das genau heißt. Wir brauchen Rosa zum Heilen. Blitzgewitter. Oh nein. Mach mal bitte wieder beleben. Die brauchen wir. Das ist unsere Heilerin. Das war gut. Ja, wir müssen uns definitiv heilen. Das ist gut. Wir holen dich direkt wieder raus aus deiner blöden Böe. So, bitte sofort alle heilen. Genau. Gleich wieder springen. Hüpf weg. Viel Spaß da oben. Jawohl. 800 ist vielleicht nicht viel, aber immerhin. Ja. Kommen wir langsam hier auf unseren ursprünglichen Zustand. Das macht nichts. Der Jagen, der muss nicht... Oh, der wird aber... Hier, der geht hier gleich drauf, oder was? Kannst du mal bitte Medica benutzen? Ja, sehr schön. Das war's, oder? Super. Haben die gut gemacht. Ich dachte, sie wäre eigentlich stärker. Hätte ich jetzt gedacht. Geschafft! Und alle leben. Und allen geht's gut. Unglaublich. Da habe ich auch gleich wieder eine Errungenschaft bekommen. Elender Verräter. Du magst mich bezwungen haben, aber noch wartet der letzte der vier Fürsten. Die anderen haben wir auch geschafft und schaffen den letzten auch. Und ihr werdet diesen Turm sowieso nicht lebend verlassen. Der Turm stürzt in sich zusammen. Sie will unsere Flucht vereiteln. Das gefällt mir gar nicht. Haltet euch alle an mir fest. Teleport. Yeah. Wir sind hier. In deinem Zimmer, in der Burg. Der falsche König ist besiegt. Wir sollten hier sicher sein. Cecil, es gibt da etwas, das du wissen musst.
Worum geht es? Es geht um die Kristalle. Wir haben den Erdkristall von Troja verloren. Damit ist Golbis jetzt im Besitz aller Kristalle. Nein, er ist lediglich im Besitz von 4 Kristallen. Aber es gibt doch nur 4. Jetzt, wo du es sagst, ich hab da mal ein Gerücht gehört. Du meinst doch nicht etwa... Doch, ich meine die Dunkelkristalle. Die 4 Kristalle unserer Welt sind die Kristalle des Lichts. Und wo Licht ist, da ist auch Schatten. Also gibt es auch 4 Dunkelkristalle? Exakt, somit ist Golbis erst die Hälfte aller Kristalle in die Hände gefallen. Die Gerüchte sind schön und gut, aber selbst wenn es die Dunkelkristalle gibt, wo finden wir sie? Um dieses Problem hat sich bereits Golbis gekümmert. Dann müssen wir sie von ihm bekommen. Wohin geht unsere Reise? Licht und Schatten. Die einen waren auf der Oberwelt, die anderen 4 finden sich in der Unterwelt. Die Unterwelt? Und wie kommen wir dorthin? Graben wir ein großes Loch? Es gibt noch mehr zu erzählen. Er sprach davon, dass sich der Weg zum Mond öffnen würde, wenn er alle Kristalle beisammen hat. Der Weg zum Mond? Ich verstehe es auch nicht, aber er sagte ferner, dass dies der Schlüssel dazu sei. Magmastein erhalten. Ein Stein? Stein. Dieser Stein muss irgendwo hochgehalten werden, dann öffnet sich der Weg in die Unterwelt. Irgendwo? Aber wo? Das weiß ich leider nicht. Das macht aber nichts, wir haben schließlich die Enterprise. Damit können wir die Welt im Handumdrehen umrunden. Aber Sid, die Enterprise liegt noch immer von dem Turm von Zod. Ha, glaubst du etwa, der alte Sid wird langsam senil? Hab ich nicht gesagt, sie ist technisch auf dem neuesten Stand? Ich habe sie längst zurück nach Baron geflogen, per Fernsteuerung. Dann ist es beschlossen. Ohne dich werden wir aufgeschmissen, Sid. Endlich erkennt das mal jemand, also wir brechen gleich morgen früh auf. Heute Nacht sollten wir uns... Achso, er redet ja wieder, ich vergesse es immer. Heute Nacht sollten wir uns gut erholen, die Suche morgen wird bestimmt strapazenreich. Aber wieso hat Golbis mich nicht erledigt? Was hast du? Es ist nichts, legen wir uns schlafen. Warum redet er denn nicht mit Rosa über seine Gefühle? Also dann, brechen wir auf. Ja, yeah, wir haben es mal wieder voll geschafft hier und so. Ach, hier sind wir jetzt. Okay. Mal wieder Westturm, Obergeschoss. Ja, hier kenne ich mich noch ein wenig aus. So, können wir nicht hier jetzt zurück? Wir hatten ja schon alles hier abgesucht, deswegen weiß ich nicht, ob das so sich lohnt, hier nochmals rumzueiern. Ich wünsche, es käme eine Zeit, in der dieser modrige Ort nicht mehr gebraucht wird. Sind wir jetzt im Kerker? Oh. Und hier komme ich nicht mehr raus, ne? Bin ich ein bisschen zu weit nach unten gelaufen? Okay, ich habe mich doch ein bisschen verlaufen. Was kommt mir wenigstens noch bekannt vor? Burg Baron. Westturm. Ja, ich will ja nicht nach oben. Für raus. Hier, was ist mit Edward? Können wir nochmal mit ihm schnacken? Ist der nicht hier irgendwie gewesen? Was sagt er denn jetzt so? Der war doch hier irgendwo, oder nicht? Edward, wir sind wieder da. Aber das war doch ein Troja. Sind wir denn jetzt in Troja, oder? Sind wir in der Burg Eblan? Ich komme hier immer total durcheinander. Ja. Alle tot, tot, tot. Hier also auch doch nicht. Na gut, na gut. Ich will aber auch nicht in den Kerker. Ist hier noch eine Tür? Ja. Geht's nach oben. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir den Dingens nochmal finden. Deswegen gehe ich mal nach rechts. Ich weiß noch, dass es irgendwo rechts war. Wo ist Edward? Wo ist Edward? Hier ist so eine Geheimtür gewesen. Aha, aha.
draußen. Ach, das ist ja richtig. Nee, sind wir hier richtig? Hm. Meister Sid, unser Lord Cecil. Warte mal. Nee. Ich gehe ja richtig. Kann man sich nur verirren. Hier sind die ganzen Truhen. Die ich alle schon aufgemacht habe. Ja. Jetzt auch nicht weiter. Okay, okay. Mhm. Ein bisschen rumgeirre und so. Aber wenn ich hier jetzt die Sicht anmache, das bringt mich nur durcheinander, glaube ich. Ostturm, Untergeschoss. Untergeschoss 1. Genau. So, hier ist der Thronsaal. Ja, ja, schön. Haben wir den auch gefunden. Falls der tote König nochmal irgendwas sagen möchte, hätte er es jetzt machen können. Jetzt die Gelegenheit vorbei. Schade. Geh doch einfach raus. Dann links zurück. Müssen wir ganz woanders lang? Ich glaube, wir müssen ganz woanders lang. Ah ja, ich gehe wieder hier zurück. Ich hätte einfach gar nicht so weit nach rechts gehen sollen. Aber ich dachte irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich dachte, das war dann doch Troja. Nicht hier. Hier sind wir falsch. Oh, hier habe ich noch was übersehen. Ja, wenigstens hat sich das noch gelohnt, hier rumzuirren jetzt. 480 Gil, naja, naja. Äther, immer gern gesehen. Zelt ist auch in Ordnung. Na gut. Gerade nochmal Glück gehabt. Noch was hier in der Ecke? Nein. Sagst du dazu? Bei der Nachwache höre ich manchmal eine Stimme aus der Tiefe des Gewölbes. Es ist die Stimme unseres verblichenen Königs. Ja, die habe ich auch schon gehört. So, endlich kommen wir raus. Aus Baron. Baron, Baron. Das ist korrekt. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal... Weiß ich nicht, muss der Edward nicht irgendwie was noch dazu sagen können? Dass wir, ne? Ich hätte ja eigentlich auch immer gedacht, dass Rudy ja nochmal auftaucht, aber irgendwie... habe ich die noch nicht so gefunden. Ich will den Edward finden. Ich meine, der hat uns ja auch geholfen und tidelü. Vielleicht geht es ihm ja jetzt besser. Weißt du? Deswegen laufe ich gerade mal zurück eben. Edward? Das war ja auch diese schöne Musik hier. Das kann man gar nicht vergessen. Weh, der ist jetzt nicht gesund oder so. Ja. Hier bin ich auch falsch. Toll, ey. Toll. Aber es ist schon echt schön hier. Mal runter. Auch wahrscheinlich total falsch, ne? Einfach mal wieder der Raum mit nichts. Der Raum mit nichts. Wie konnte ich den vergessen? Na gut. Wer ist sie hier? Das war einst unser Kerker, doch jetzt bewahren wir unsere Schätze auf. Ja, die haben uns die Erlaubnis gegeben. Nun, dann nehmt euch, was ihr braucht. Ah, okay. Ja, dann dürfen wir jetzt. Cool. Ich habe jetzt einfach mal ja gesagt, weil ich meine, mich zu erinnern, dass wir auch durften. Irgendwie am Anfang nicht, aber später dann schon, ne? Hallo, wir haben den Kristall wiedergeholt. Naja, eigentlich haben wir ihn wieder verloren. Eigentlich haben wir ihn einfach anderen gegeben. Okay, hier kommen wir runter. Okay, ich nehme jetzt einfach mal hier die Sachen.
frech wie ich bin, Allheilmittel, Äther, Turbo-Äther, Elixier, Echokraut. Elixier macht übrigens beides, glaube ich, wieder gut. Langbogen. Ach, schön. Flammenpfeile. 5000 Gil. Blitzpfeile. 50.000 Gil. Da kriege ich eine Errungenschaft für. Alles klar. Eispfeile. Echokraut. Silberapfel. Turbo-Äther. Äther. Allheilmittel. Und die Heilportion. Nö, darauf möchte ich nicht so gerne verzichten. Ich weiß jetzt nicht, ob das in Ordnung war, dass wir uns den ganzen Kram hier einfach geholt haben. Aber das ist schon in Ordnung. 50.000 Gil, Leute. Das ist der Hammer. Ja, danke, Uschi. Wir haben zwar den Erdkristall nicht mehr. Aber den braucht ihr ja auch nicht, ne? Wir sind ja hier die Helden der Welt. Wo ist denn der Edward? Der Halunke. Wo war der denn noch? Ich weiß doch nicht mehr, wo der lag. Sollte man hier hin? Ich denke mal, man kann da rein, weil es so komisch verwinkelt gemacht wurde. Also, willst du was sagen? Können wir hier... Kommt man da nicht auch nochmal weiter? Und wir reden lieber nicht mit denen. Ich glaube, sonst werden die mächtig sauer. Und jetzt, wo wir in der Schatzkammer waren, das könnte... blöd enden. Ein bisschen... Edward. Ja, war das hier in Lazarett? Super, hier wollte ich hin. Ihr habt es geschafft, oder? Und das verdanken wir dir, Edward. Ihr müsst mir nicht danken, das war alles, was ich tun konnte. Woher wusstest du, dass dieses Lied seinen Bann brechen würde? Ich lernte diese Melodie, als ich als Bade durch die Lande reiste. Die Melodie soll böse Geister fernhalten. Ich dachte mir, vielleicht könnte sie bei ihm Wirkung zeigen. Wir verdanken dir unser Leben. Mir? Nein, ich habe doch nur... Ah! Edward! Du bist mutiger, als dir bewusst ist, Edward. Anna, ich glaube, ich verstehe jetzt, was du mir sagen wolltest. Cecil, nimm das an dich. Fertigkeit Singen erhalten! Der stirbt doch jetzt nicht auch, oder? Teller ist doch gar nicht mehr bei uns! Warum... Warum verliere ich alles, was mir lieb ist? Seine Harfe liegt am Boden. Aber wir können jetzt singen. Oh nein! Hä? Ach, Teller ist tot, sagt er. Also ich denke immer, das wurde jetzt gefragt, ob er tot ist. Das ist auch Quatsch, er lebt ja. Und ich dachte schon, er stirbt jetzt hier. Ich habe jetzt gerade irgendwie falsch gedacht. Teller ist tot? Ja. Warum verlor ich das? Ja, weil du ein Honk bist. Seine Tochter ist tot. Also seine ehemalige Freundin. Jetzt auch noch der Vater. Also Edward kommt nicht mehr zu uns anscheinend, aber jetzt haben wir seine Fähigkeit bekommen. Ich finde es sehr dramatisch, muss ich sagen, dass hier alle wirklich sterben können. Ja, ist schon übel irgendwie. Aber wo ist Rydia? Die mag ich super gerne. Die habe ich auch einmal gezeichnet schon am Anfang des Spiels. Ich dachte, die mag ich so gerne. Ich zeichne die einfach mal. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass die jetzt irgendwie gar nicht hier auftaucht. Wo ist die denn bloß? Und apropos, wir müssten mal ein bisschen shoppen gehen. Eigentlich könnte ich das auch offline machen, aber... Ja. Was sagen die denn jetzt? Die Unterwelt, aber wie gelangen wir dorthin? Ich würde ja sagen, durchs Wasser irgendwie. Oder durch eine Höhle. No? Ich werde mal jetzt hier erstmal parken. Im Dorf des Nebels meine ich, dass es nicht so teuer war alles. Kiffenhütte. Eingang. Wohnte hier nicht der Dingensbummens? Nee, Dorf des Nebels? Weiß ich nicht. Gehen wir mal in den Innenladen. Hallo. Nee, uns geht's ja eigentlich gut. Geht ja vom Preis noch so, aber
wollte jetzt eigentlich eher hier. Den Laden wollte ich. Ja, das, da können wir auch mal reinschnuppern, aber ich glaube, die werden hier nichts haben. Weil Tänzerdolch. Apropos, ich weiß gar nicht, was jetzt hier unser neuer Kane kann. Das möchte ich mal gerne wissen. Windspeer. Okay, der kann auch Mithril-Messern bekommen, wenn er Bock hat. Mithril-Schild, Mithril-Helm, Mithril-Rüstung, alles so auf Mithril und so. Da ist er voll der Fan von. Mithril-Handschuhe. Ja, ich lasse ihn mal den ganzen Mithril-Kram. Ne? Kann man ja mal machen. Nee, ist schon okay. Bei euch gibt's nix. Nur Scheiße. Hereinspaziert! Badentunika. Hatten wir nicht sogar noch eine? Nee, ne? Keine Ahnung. Aber das macht ja auch irgendwie immer Angriff rund. Deswegen mag ich das eigentlich gar nicht anziehen. Ich glaube, deswegen hatte ich auch eigentlich noch eine davon. Ist doch egal. 50.000 Gil. Völlig egal. Wir kaufen jetzt alles, wo wir Bock haben. Und dann werde ich den Weg zur Unterwelt finden. Das mache ich dann mal offline und shoppe vielleicht noch mal ein paar Phönixfedern und so einen ganzen Krims und Krams, die man ständig hier verballert. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Final Fantasy 4. Bis dann. Was aber peinlich ist, ist, wenn man noch ein bisschen Sachen einkaufen will, wie ich schon gesagt habe, und dann das hier passiert. Ich weiß nicht, was das aus Cecil macht. Ich weiß es wirklich nicht, nachdem ein Lichtritter geworden ist. Weiß ich noch wirklich nicht, was ich davon halten soll. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.